Ja, und somit ein recht herzliches Willkommen zu Hearts of Iron 4, liebe Freunde. Weiter geht's mit Groß Litauen. Ja. Und zwar, ja, ich wollte zwar doch, wo haben wir das letzte Mal abgebrochen? Ja, Estland war noch nicht gefallen, glaube ich, aber da ist jetzt nichts Aufregendes soweit passiert. Ich weiß nicht, ob der Speicherstand hier ist, ich kann das nicht sagen. Auf jeden Fall hat er hier gespeichert anscheinend, aber es ist nicht viel passiert. Auf jeden Fall haben wir hier Groß-Litauen und ja, da schaut es schon einmal ein bisschen besser aus, das Ganze hier. Ja, Deutsches Reich hat sich auch schon gut entwickelt. Italien ist hier schon einmal am Start auch weiter. Also, ja, läuft alles soweit. Wie schaut es bei den Japanern aus? Ja, die haben hier Korea, wenn man so sagen will, grob. Oder bin ich jetzt falsch? Nee, das ist schon Korea, oder? Ja. Wo ist Vietnam? Boah. Nein, das ist doch Korea, oder? Da ist die Trennung Südkorea nochmal. Egal. Die sind auf jeden Fall hier am Vormarsch. Bin gespannt, wie sie weitergeht für mich. Also ich bin mit meinem Plan hier im Vergleich, wo ich ja nachgeschaut habe, bei anderen YouTuber auch ein bisschen zugeschaut haben, ja, in Verzug. Das ist natürlich jetzt dramatisch. Und der hat genau das gemacht, was ich wollte, aber mir nicht funktioniert hat, weil ich es zu früh gemacht habe. Und zwar war das der Vilnius fordern, genau. Das habe ich zu früh gemacht. Und selbst jetzt, wenn wir es machen würden, ist es, glaube ich, nicht sicher, ob er es annimmt. Aber es war definitiv ein Fehler und es war zu früh. Na, das war's, oder? Livland fordern. Ne, das war's nicht. Das war's, glaube ich. Vilnius fordern, ja. Das, und jetzt ist er irgendwie, jetzt hat er auf einmal, ich weiß nicht warum, aber es hat sich komplett Polen angeschlossen. Bei ihm im Let's Play, das habe ich nicht ganz gecheckt, diese Systematik. Das steht ja nicht dort auch. Ich glaube, wir kriegen nur die Hauptstadt und das war's. Irgendwie war das dann bei ihm ein komplettes Reich. Ja, und da tut er sich natürlich dann auch leichter. Also das muss ich mir noch mal im Detail dann anschauen. Ah, das wird schon kleiner, wenn wir hier mehr Ereignisse haben. Ja. Gut. Schauen wir uns das Ganze mal an. Also wir brauchen mal definitiv auch Eisen. Wir bilden hier die Kiddy-Armee aus. Das versuche ich auch so wie der Kollege zu machen. Ich probiere es einfach mal. Ob es wirklich Sinn macht, weiß ich jetzt nicht. Sehe ich eigentlich, wie viele Fabriken da gleichzeitig arbeiten? Genutzte Fabriken 15. Der ist am 16. Januar fertig. Das geht eigentlich. Ja, die Infrastruktur sollten wir hier vielleicht. Warte, gehen wir den einmal ganz nach oben, weil der ist eh fast fertig dann. Die Straße gehen wir auch noch rauf. Dann hier, der schaut nach Nachschub aus. Den gehen wir mal ganz nach oben. Ja. Dann noch Zivilfabriken. So. Bauen mal Stahl. Freunde, das wird jetzt noch ein etwas kürzerer Part. Wir schauen noch mal rein, wie es jetzt weitergeht. Vielleicht sehen wir ja irgendwas. Ja, genau. Was sich sonst noch so tut. So. Da läuft wieder alles soweit. Wunderbar. Okay, lass das mal. Wenn wir hier weitergehen, dann hast du da unten auch nichts. Das ist auch nicht so geil. Ne, Moment einmal. Zack, dann gehen wir das noch
Gehen wir das mal ganz nach unten. Ja, dann nützt er eh das, was er braucht. Ausrüstung schaut ja mal so grundsätzlich gut aus. Ja. Momentan brauche ich das noch nicht mit meiner Taktik. Ob sie richtige ist, weiß ich nicht. So, genau, das haben wir soweit erledigt eigentlich. Ja, das ist glaube ich ein Dauerbrenner, oder diese Mannstärke hier. Stellen wir mal ein bisschen die Kiddy-Armee auf. Ich weiß nicht, ob das was bringt, aber mal schauen. Leistung minus 10, ja, Arbeiter. Stabilität schaut eh gut aus, Kriegsunterstützung, ja. Problem ist, ich habe keinen Plan, was ich als nächstes mache. Ob ich irgendwie Richtung Finnland marschiere oder wir warten jetzt mal ab, was hier passiert. Ja, das mit Polen, wie ich das gedacht hatte, eben das so einzunehmen, hat leider nicht funktioniert. Das muss man so sagen, wie es ist. So, lassen wir das Ganze wieder ein bisschen laufen mal. Das geht jetzt relativ flott eigentlich. Ja, da oben die... Komm, du kannst nochmal gleich einsetzen. Divisionen. Schauen wir, dass wir da wieder ein bisschen aufrüsten. Verdammt, hat sich eine komplett, haben es komplett zerstört, leider. Wir haben ja komplett verloren im Krieg, eine Elite-Divi. Schade eigentlich. Das Spiel, jetzt haben wir gerade mal angefangen, das sind schon wieder 7 Minuten. Da vergeht die Zeit so schnell, Freunde, das ist unfassbar. Aber mehr wie 15 Minuten werden wir jetzt nicht machen. Zumindest mein Plan aktuell. Deutschland weist Ultimatum zurück. Ja. Da wird es wohl bald soweit sein. Ich weiß nicht, ob die sich da im Spiel jetzt ganz genau immer historisch einmal grundsätzlich orientieren oder ich weiß es nicht. Ja. Da haben sie ihnen den Krieg erklärt. Müssen, sollen wir da irgendwie, ich meine, wir haben nicht wirklich viel, achso, solange sie uns nicht rufen, nehme ich jetzt mal an, aber wir können Polen den Krieg erklären? Moment mal, macht das Sinn? Na, so in dem Groß. Erobern sie Wilno von Polen. Das wird die Garantie von England und Frankreich. So wird Polen ist das Ziel ausländische Rechtfertigung. Dem auch, ja. Das weiß ich jetzt nicht. Wir könnten wohl den Krieg erklären. Aber das Ding ist halt. Sind die ab unsere Einheiten? Sind da oben? Ach so, weil ich die russische. Ach du Kacke. Eieiei. Eieiei. Mach das mal weg hier. Ja, die werden da angreifen. Aber ja, wir sind ja zu schwach. Das hat ja absolut null Sinn eigentlich. Da ist Wilno. Die haben da, ja. Lass es mal ein bisschen weiterlaufen. Polen ist... Hier, das geht alles sehr schnell.
Polen ist den Alliierten beigetreten. Ja. Wieso kann ich die eigentlich nicht löschen, die Linien hier? Sechs Divisionen? Das sind das wir? Also ich check das nicht, das gibt's ja nicht. So, ja, jetzt passt das. Und wir wollen, wen eigentlich nur da angreifen? Wen überhaupt? Stellt sich einmal auf, Freunde. Stellt sich einmal auf. Aber da müssen wir schneller sein als die Deutschen wahrscheinlich. Noch greifen sie aber nicht an. Nee, vorfallen. Ist nur die Frage, wo kämpfen die überhaupt? 91, hier greifen sie an, da stoßen sie vor. Was ist mit der Slowakei los? Habe ich da irgendwas verpasst? Warum ist die Slowakei hier mehr oder weniger unabhängig? Das war doch nicht so, oder? Das ist, verstehe ich auch nicht ganz, warum die Slowakei unabhängig ist. Wenn wir hier historisch spielen, habe ich da irgendwas verpasst in der Geschichte, oder? So, die Waffen rufen, fordern. Ah, ja. Ach so, Moment einmal, jetzt ist nur die Frage. Warte mal, können wir das noch ein bisschen laufen lassen? Ja. Also, Wilno einnehmen wäre geil, aber ich weiß nicht, ob das klappt. Ja, dann müssen wir mal den Krieg erklären. Boah, macht das Sinn, Freunde? Ich weiß es nicht. Wenn wir nur den Alliierten ins Beitreten angreifen und Wilno angreifen. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen, dass wir das dann kriegen, zumindest. Wie ein kleines Gebiet irgendwie. Ich weiß es nicht. Wie mit unseren Noob-Einheiten, das klappt ja nicht. Das ist, es kam jetzt zu schnell eigentlich. Wenn ich denen den Krieg jetzt erkläre. Komm, scheiß drauf, holen wir's. Ach, die sind ja noch gar nicht da. Alter Schwede. Geht's noch mal, sammelt euch mal da bitte. Die Frage ist, hat das irgendeinen Nach- oder Vorteil, wenn wir da beitreten oder nicht? Ich weiß es gar nicht. Soll ich hoffen, wir kommen? Nein, jetzt greifen die schon an, das gibt's doch nicht. Das Vereinigte Königreich hat sich Polen als unser Feind in den Krieg litauisch-britisch Krieg gerufen. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Neuer Kriegsteilnehmer auch. Oi, Freunde. Naja, jetzt kommen alle wahrscheinlich. Zeig's mir jetzt alle, oder wie? Ich bin doch auf. Ah, ich war doch nicht auf Pause. Okay, super geil. Ja, das wird wohl nichts werden. Das wird wohl nichts mehr werden, befürchte ich. Eieiei, Freunde, das kann ein ehes Ende nehmen. Hab grad keine Ahnung, wo ich hingehen soll.
Und wenn der Russe kommt, ist momentan komplett egal, ob wir dann Ostwall haben oder nicht. Der ist. Ist komplett Rille. Auch sowas. Kann im Prinzip nie schaden, noch eine Forschung. So, zack, nach Wilno. Jetzt Freunde. Jetzt bin ich mal gespannt hier. Ja, Pause natürlich. Wieder mal der Klassiker von mir. Ja, die ganzen Engländer. Will nur noch haben und dann treten wir mal dem Ding den Bündnis bei, obwohl das deutsche Ding jetzt. Ich weiß nicht, ob man das dann. Ob das uns gehört. Oder nicht. So, wir wären mal dort. Wo ist die Entscheidung? Hä? Wollt ihr da gerade beitreten? Hallo? Shit. Verdammt. Kriegsprogramm gegen Polen. Brauchen wir glaube ich nicht mehr. Ja, von den Lippenstaaten. Belgien! Ja, und dann treten sie instant den Alliierten bei. Problem ist, ich bin jetzt nicht in dem Bündnis gerade. Also, ich habe schon ein Bündnis, aber ich habe. Ja. Wo ist das mein? Bleib mal stehen. Ach Gott. Sehe ich noch irgendwo diese Entscheidung? Können wir hier machen? Sorge, maximale Verschanzung. Machen wir weiter hier. Eieieiei, Freunde. Ist die Ausrichtung so krass weggegangen? Hier ein bisschen mehr. Ah, Freunde, ich sag's euch. Wieder 18 Minuten, eigentlich wollte ich gar nicht so lange. Ich muss eigentlich jetzt gehen. Aber die Spannung ist unglaublich. Und ich check nicht, ist es jetzt abgelaufen, dass ich denen beitreten kann, weil sie mich zum Krieg gerufen haben? Oder kann ich das da noch einmal hier irgendwo irgendwie. Nee. Wir sind aber dabei. Wir haben 0%. Ja, geil. Ha. Ja, logisch. Da haben wir 0 Chancen, dass wir irgendwas kriegen, glaube ich. 0,0 haben wir da Chancen. 0,0. Das kann auch lustig werden. Können wir noch ein bisschen Kriegserfahrung sammeln? Und schauen, wie hier Deutschland und die Verbündeten hier Polen niederstreckt. Also, wenn der Engländer hier irgendwo landen würde, da oben, dann bei uns mit runtergelassenen Hosen komplett. Oder der Russe. Tja.
kämpfen wir überhaupt? Greifen gefühlt nur die Deutschen an, oder? Gut, dann machen wir hier mal manuell. Finnland akzeptiert sowjetische Forderungen. Nach Grenzanpassungen Karalien zu akzeptieren, was? Okay. Hat sich da was verändert oder was? Hier? Pufferzone? Weiß ich jetzt gar nicht. Irgendwo hat sich was verändert anscheinend. Ich kann jetzt gar nicht genau sagen, wo. Ja, oh, mit Deutschland spielen wäre ja auch richtig geil, oder? Das wäre ja richtig nice. Wir schauen mal gemeinsam, vielleicht mit Silvester mal irgendwas machen. Im Land gemeinsam spielen, weil er kennt sich da ein bisschen besser aus wie ich. Da kann ich auch ein bisschen lernen dann. Ja, mit Estland dann bin ich mir sicher, läuft das dann besser. Da werden wir dann auch das versuchen, mal als erster zu gründen hier mehr oder weniger alles und dann Richtung Skandinavien vielleicht zu marschieren. Mal schauen. Wer ihn kennt, ich glaube, der Mr. Merp hat das schon gemacht. Vielleicht kann ich mir da ein bisschen was 1:1 abschauen. Der ist auf Deutsch. Der andere, was ich da geschaut habe, war Englisch und der macht das so schnell. Kriegst du ja nicht alles mit. So, ja, an der Physik sind wir hier ganz gut dabei. Deutsche hat ja absolut null Probleme gegen die Polen natürlich. Oh! Ah, wir haben zumindest ein bisschen was eingesammelt. Na, immerhin. Zugang zu ihrer gelagerten Ausrüstung. 50% haben wir bekommen. Warum? Polen hat kapituliert, aber relativ schnell, oder? Aber ja, gut. Wahrscheinlich sind wir jetzt nicht einmal. Deutschland siegt an allen Fronten. Wahrscheinlich sind wir jetzt nicht einmal bei den Verhandlungen dabei, oder? So, das schauen wir uns jetzt noch an. Ob wir jetzt Nein, 0,0 kriegen wir. 0,0. 0,0, oder? Schauen wir mal. Ja, 0% sogar. Super, geil. Nice. Ich glaube, er gehört sogar 1%. Da kriegen wir absolut gar nichts. Da sind wir nicht einmal dabei bei den Verhandlungen. Nee. Gehört schon Deutschland. Fall erledigt. Passt. Schade. Das war mal nix. So, dann können wir. Ne, da nach unten will ich nicht. Genau, ich will nur meine Grenze aufstellen. Macht das weg. Gebiet verteidigen. Rückzugslinie. Vielleicht ist das das, was ich meine? Ja, genau. Ich weiß nicht, ob das was bringt, aber stellen wir uns dann mal auf. Ah, wird schon passen. Was ist eigentlich mit meiner Ausbildung los? Wieso kommt denn da nichts? Ah, jetzt kommen dann bald viele auf einmal. Okay. Nice. Eigentlich könnt ihr euch
Hä? Ja, passt eh. Glaube ich, ja, okay. So, ja, schade. Das war wohl nix. Ey, Moment mal. What? Alter, ich check überhaupt nichts mehr, Freunde. Jetzt sehe ich's erst. Wir haben hier das Gebiet bekommen. Ernsthaft? Okay, das habe ich jetzt gar nicht geschnallt. Schaut euch das mal an. Wir haben uns ja vergrößert hier. Nicht nur Vilno, sondern hier runter. Ja, danke Germany. Wie ging das? Hat Slowakei was bekommen? Nee. Ja, wie geil ist das denn? Haben wir irgendwie Zivilfabriken oder sowas in die Richtung bekommen? Wo ist denn das? 39 von 39 ist eher weniger. Gut, okay, da haben wir... Ah, ich weiß nicht, wie das genau funktioniert. Eigene Fabriken 44. Okay. Ja, nice. Vilnius ist gar nicht unsere Hauptstadt dann, okay. Ja, passt schon. Elektriker, ein paar Flieger würde ich auch gerne machen. Ja, das muss ich mir noch überlegen dann. Ja, nice, das ist ja besser gelaufen als gedacht für mich. Ja, jetzt wird es dann lustig. Wenn es dann gegen Russland geht, aber die werden jetzt einmal als erster hier natürlich Belgien, Holland und dann Frankreich und dann wird das Russland wahrscheinlich kommen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wann das genau jetzt war. Ja, Frankreich war doch vor, die haben doch nicht zugleich, oder? Alter Schwede, ich bin nicht schlecht in Geschichte. Die haben doch als erster Frankreich angegriffen und dann Russland, oder? Das war nicht. Die haben nicht gleichzeitig beide Fronten aufgemacht, oder? Das kann ich mir nicht vorstellen. Egal, auf jeden Fall müssen wir jetzt komplett aufrüsten, was geht, dass wir hier mit Deutschland dann vielleicht mitpushen können. Ja, immerhin. So schlecht schauen wir ja gar nicht aus, oder? Groß Litauen, Freunde. Wir leben noch und wir haben sogar noch nach unten expandiert. Das hätte ich nie im Leben geglaubt. Mit unseren Kill-Soldaten hier. Was ich jetzt so gemacht habe wie der YouTuber, aber dem ich zuschaue. Ich probiere es einfach. Und ja. Coole Sache, genau. Stellt euch hier mal auf. Gut. Dann sage ich danke fürs Zuschauen. Jetzt muss ich wirklich weg. Das war eh schon wieder fast eine halbe Stunde. Unfassbar. Ja, man kommt einfach nicht weg hier von den ganzen Sachen. Es ist wirklich unfassbar. Ja, vielleicht mache ich offscreen wieder ein bisschen weiter. Eventuell mal schauen bis zur nächsten richtigen Highlight. Mal schauen. Ja. Vielleicht mache ich irgendwann mal einen Livestream. Vielleicht auch mit dem Ding gemeinsam mit dem Silvester oder so. Mal schauen. Ich weiß noch nicht genau. Unterstützungswaffen. Da habe ich auch keine gebaut, oder? Komm, mach die mal. So, bleiben wir hier mal 14. März und dann... Ja, entweder geht es ja hier weiter. Oder dann das nächste Mal... Vielleicht schon ein paar Tage in der Zukunft, wenn vielleicht da irgendwo der Krieg losbricht oder ich einen anderen Plan habe. Weiß nicht, Finnland angreifen hat wahrscheinlich keinen Sinn. Neutral sind die, ja. Ich weiß es nicht. Egal, Freunde. Das soll es gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich muss jetzt wirklich weg. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Ich hoffe, morgen geht es sich aus. Also, Spannung pur hier und unerwarteterweise Expansion hier nach unten ein bisschen. Also, das war's. Danke. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.